Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Es ist heute Montag, der 23. Mai, daher wünsche ich erst schon mal allen einen guten Start in die neue Woche. Wir haben es heute zu tun mit 2 neuen Karten, 22 neuen Mods und 4 Updates. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ernst für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir natürlich mit den Updates und das erste Update kommt für die Mod Farm Silo Pack von 20mm Normandie, Downloadgröße 3,15 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Multiplayer Fix. Vom selben Modder kommt das nächste Update und zwar für sein Bunkersilo, Downloadgröße 3,03 MB, in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Multiplayer Fix. Das nächste Update kommt für den John Deere 7010 von Moos Agrar, Downloadgröße 8,87 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Hauptmodell wurde visuell angepasst und ausgebessert, Rundumleuchten-Konfiguration hinzugefügt, Nummernschild-Konfiguration hinzugefügt, Auspuffblenden-Konfiguration hinzugefügt und der Traktor ist mit einer Sensorkonfiguration für Precision Farming vorbereitet. Das letzte Update kommt für das Gewicht mit Beleuchtung von Mantrit, Downloadgröße 2,44 MB in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Problem mit der Gamepad-Steuerung behoben, welche das Anheben-Absenken des Lichts verhinderte. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Karte und zwar heißt diese Europäische Landschaft, kommt von Zero Euto, Downloadgröße 256,17 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, ein sehr schöner Ort zwischen den Bergen im Südosten Frankreichs, ideal für die Arbeit mit kleinen Maschinen in der Land- und Forstwirtschaft. Was ist enthalten? Eine Stadt, Produktionsketten, Fahrzeuggesellschaft, Tierhändler, BGA, Sägewerk, 60 käufliche Gebiete, 48 Felder, Sammlerstücke mit unterschiedlichen Werten, je nachdem wie schwer sie zu finden sind. Alle Standardfunktionen. Wenn wir die Karte als neuer Farmer starten, dann kommen wir hier raus und zwar ist das Armand Moteur hier vor uns. Hier ist auch schon unser Pickup, der zu unserem Hof gehört. Das ist also das Händlergebäude. Hier ist eine Tankstelle, eine Servicestelle. Hier kann man nicht reingehen. Es ist dekorativer Natur. Wir befinden uns hier im Prinzip im Dorfkern. Man kann schon sehr schön sehen, man befindet sich tatsächlich in einem französisch anmutenden Gebiet. Schön dekoriert auf jeden Fall. Auch immer überall diese Blumentöpfe, wirklich sehr, sehr schön dekoriert, in diesem mittelalterlichen Stil ein bisschen. Die Umgebung rundherum weist darauf hin, dass es in einem bergigen Gebiet ist, also Südosten Frankreich, das wäre ja dann so um die Ecke Nizza, eher gegen das alpine Gebiet auch. Wenn wir uns die Karte gleich mal angucken, fällt auf, dass es eine ziemlich kleine Karte ist. Hier unten ist das Stadtgebiet oder das Dorfgebiet, wo wir gerade uns befunden haben oder befinden. Die Feldflächen bewegen sich so um die 0,5 Hektar bis und mit, sagen wir mal, 2 Hektar, so das größte Feld. Es ist tatsächlich gemacht für die kleine Landwirtschaft. Nichts mit großen und mittelgroßen Geräten. Hier ist definitiv Kleinstlandwirtschaft angesagt. Wenn wir als neue Farmer starten, dann haben wir unseren Hof hier oben ganz, ganz in der Ecke. Dann haben wir Feld 1 bis 4. Das sind diese 4 Felder, die zu uns gehören. Wir haben Parzellengrößen von 0,2 Hektar, 0,19 Hektar und die haben noch zur Hälfte circa Forstgebiet drauf. Dann haben wir hier auch 0,2 Hektar für Feld 2 und 0,2 Hektar auch bei Feld 4. Also überhaupt nichts Großes, wirklich sehr, sehr klein gehalten das Ganze. Wir gehen mal zum Stadthaus und zwar zu unserem Farmhaus. Und zwar ist dies wie zu erwarten das Haute Belleron Farmhaus, das ist klar. Wir haben auch hier unsere Garage, hier ist unser Umkleidetrigger, das kennen wir aus Haute Belleron. Dann haben wir hier
im Prinzip das Herz dieses Hofes ist diese Halle hier mit dem Unterstand hier. Da steht einiges an Equipment rum und auch hier drin befindet sich einiges an Equipment. Des Weiteren haben wir hier die Werkstatt, die zugebaut ist mit hier allerlei Farmgütern, das heißt also Mineraldünger, Saatgut, Kalk haben wir da, dann haben wir Flüssigdünger hier, wir haben Pflanzenschutz und wir haben noch mehr Flüssigdünger auch hier rum liegen. Das ist schon mal gut, man startet nicht mit leeren Händen im Prinzip. Was zu beachten ist, ist auch, dass hier ein Tank da ist für 5000 Liter Diesel und dieser ist auch schon gefüllt. Des Weiteren haben wir hier hinten ein Gewächshaus und das ist schon am Laufen. Also das läuft und hat auch schon 2 Liter Tomaten drin. Auch Wasser ist aufgefüllt. Wir haben hier unser Farmsilo, da ist auch schon 45.000 Liter von einer Frucht drin. Auf jeden Fall starten wir hier nicht mit leeren Händen. Wir haben hier ein Hühnergehege und das hat auch schon 100 Hühner drin. Wie wir also schön sehen können, hier ist schon einiges vorbereitet, ein laufender Hof. Die Fahrzeuge und Anbauteile sind alle, sagen wir mal, ein bisschen gebraucht, zumindest vom Äußerlichen her. Alles andere scheint dann tatsächlich trotzdem neu zu sein. Es ist nur ein rein optischer Effekt. Dann gehen wir ganz kurz dahin, wo unsere 4 Felder sind. Also wir sehen hier, das ist unser Hof von weiter oben gesichtet. Ein bisschen versteckt. Und hier haben wir also das Feld 1, 2, 3 und 4. Das sind diese beiden hier hinten. Ja, das ist auf jeden Fall mal so die Ist-Situation, wenn wir als neuer Farmer starten. Wir schauen uns mal ganz kurz das Hofequipment an und wir sehen, wir haben einiges da. Wir haben einen Class Arion 660, einen Valtra G135 Traktor. Wir haben den Mähdrescher, den Topliner, den haben wir gesehen. Dann haben wir unseren Pickup, den haben wir auch gesehen. Wir haben den Class Karat 140. Dann haben wir das Schneidewerk, ein Maispflücker und dann haben wir unseren Pflug, grober Kreiselegger, eine Sämaschine, eine Düngespritze, ein Düngestreuer, ein Ladewagen, ein Tankwagen, ein Frontlader, eine Palettengabel, eine Universalschaufel, einen Tieflader, ein Schneidwerkswagen und ein paar Gewichte. Das ist also schon sehr ordentlich, die Ausstattung hier. Der Aussaatkalender ist der Standardkalender ohne Zusatzfrüchte, so wie es steht. Wir schauen uns mal an, welche Produktionen verbaut worden sind und wir sehen uns natürlich unser Gewächshaus. Dann haben wir ein Sägewerk, ist auf der Karte verbaut, eine Getreidemühle, die Bäckerei, dann die Müslifabrik, die Ölmühle, die Schreinerei, die Spinnerei, die Käserei, dann haben wir die Molkerei, die Schneiderei und wir haben die Traubenverarbeitungsanlage. Als Ladestationen haben wir eine Tankstelle, dann haben wir eine Kalkstation ganz unten im Süden. Eine weitere Kalkstation ist hier gegen den Westen. Dann haben wir einen Wassertank da und wir haben unseren kleinen Treibstofftank auf dem Hof. Ladestationen gibt es, das Farmsilo, das auf unserem Hof sich befindet. Dann ein Biomasseheizkraftwerk. Dann gibt es den Viehmarkt. Dann gibt es den Getreidespeicher, das Restaurant, der Bauernmarkt, Fastfood-Restaurant, Supermarkt, Pizzeria, Gesteinbrecher und das Gartencenter. Des Weiteren haben wir natürlich im Zentrum des Dorfes natürlich den Fahrzeughändler Armand Moteur. Dann haben wir hier den Viehmarkt Haute Belleron und natürlich unser Farmhaus. Wir gehen auf einen ganz, ganz kurzen Rundflug und wir können sehen, also die Karte ist tatsächlich sehr klein. Die Felder sind quadratisch praktisch gut, sehr praktisch für die Helfer. Wobei hier zu sagen ist, hier ist natürlich klar, die Hochspannungsleitung wird dem Helfer das Leben ein bisschen erschweren. Dann sehen wir hier drüben, dass eine Biogasanlage sich auf der Karte befindet. Hier einen weiteren Hochspannungsmast. Hier haben wir dekorative Gerätschaften rumstehen. Also ausdekoriert ist die Karte sehr schön. Das Dorfzentrum oder das Städtchen
Hier unten ist der Gesteinbrecher. Hier haben wir die verschiedenen Produktions- oder respektive auch Verkaufspunkte. Hier haben wir die Kirche. Hier haben wir weitere Verkaufspunkte. Die Karte ist relativ flach. Es gibt ein paar Erhebungen und Senkungen drin, aber grundsätzlich ist die Karte eher flach. Aber das Umland weist darauf hin, dass es halt sich hier um ein, sag mal, Talbereich eines gebirgigen Gebietes handelt. Der Verkaufskatalog zeigt an, dass wir, wie gesagt, 45.000 Liter an Weizen in unserem Silo haben. Des Weiteren sehen wir die restlichen Verkaufspreise. Bitte haltet das Video an, sollte das jetzt zu schnell gehen. Aber ich habe nichts gefunden, was fehlerhaft ist. Also die Produkte und die Produktionsprodukte können alle restlos verkauft werden. Das ist schon mal komplett durch und fertig gedacht und fertig gemacht. Und ja, dann gibt es eigentlich nicht wirklich mehr viel zu sagen zu der Karte. Ich würde mal sagen, wir gehen ein bisschen tiefer rein hier, damit wir noch ein bisschen Flair bekommen, so wie die Stimmung ist auf der Karte. Also sieht wirklich gut aus. Schön gemacht, ganz, ganz schön gemacht. Da gibt es natürlich auch Traffic und natürlich auch Fußgänger sind verbaut. Auf jeden Fall sehr, sehr gelungen, sehr schön gemacht für jemand, der wirklich das Kleinstequipment benutzen möchte. Dann würde ich sagen, verlassen wir Südostfrankreich und gehen weiter zu der nächsten neuen Karte. Die nächste neue Karte heißt Brombach. Diese kommt von The Lord, Downloadgröße 47,12 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt: Willkommen in Brombach. Dies ist ein kleiner, realer Ort im schönen Mittelfranken. Eigenschaften: Hof, Tierstelle mit Tieren, BGA, 8 Produktionen, 5 Verkaufsstationen, 22 Felder, 38 kaufbare Flächen, Sägewerk, große Waldflächen, Shop. Felder können im Landschaftstool gemalt werden. Alle Standardfunktionen sind enthalten. Benötigte Mods: das Bavarian Farm Pack. Das heißt also, das bayerische Farm Pack von Bernie CSC ist auf jeden Fall notwendig und ohne dies würde der Hof hier auch nicht stehen. Wenn wir als neuer Farmer starten, kommen wir hier raus und zwar ist das unser Hof und natürlich klar zu erkennen, das ist im Prinzip dasselbe Hofgebäude wie auf der Untergräbach und der Gräbach-Karte. Hier haben wir schon mal ein paar Hühner da. Wir gehen hier mal unten lang. Hier haben wir den Misthaufen. Wir haben auch schon ein paar Kühe da. Wir haben zwei Keilsilos. Wir haben einen Schrank für Equipment. Frontlader Equipment. Dann haben wir einen Tank hier, der ist leer. Dann haben wir hier ein Saatgutlager, das ist auch leer. Dann haben wir hier unser Farm-Silo, ist auch leer, hat Kapazität von 2 Millionen. Wir haben den Gülle, das Güllefass hier. Dann haben wir den Kuhstall, da sind auch bereits 30 Kühe drin. Dann haben wir hier zwei Unterstände und einen Durchfahrtsunterstand. Des Weiteren haben wir hier eine weitere Halle, die ist leer. Ja, das ist auf jeden Fall der Hof. Hier haben wir noch, wie gesagt, all die Hühner. Da sind, wie gesagt, auch schon 300 Stück drin. 30 Kühe haben wir auch. Von 45, die reinpassen. Hier oben ist leer. Da ist nichts versteckt. Wenn wir als neuer Farmer starten, haben wir folgendes Equipment. Zum einen den Kompakt-Traktor, den Fendt Favorit 511C. Dann haben wir einen Valtra 8750 und den 3670 Massey Ferguson. Wir haben den Topliner, den Velga-Anhänger, ein Schneidewerk mit seinem Schneidewerkswagen. Wir haben einen Grubber und eine Sämaschine. Das sind die Sachen, die wir zu uns gehören, wenn wir hier als neue Farmer starten.
Der Aussaatkalender ist der Standardkalender und hat auch keine Zusatzfrüchte. So sieht die PDA aus, auch hier in diesem Falle eine etwas kleinere Karte. Wenn wir als neuer Farmer starten, gehört uns dieser Plot hier oben im Norden. Dann haben wir Feld 1 und unsere Hoffläche, die natürlich zu uns gehört. So, wir schauen uns kurz mal an, welche Produktionen verbaut sind. Und zwar sehen wir hier die Biogasanlage, wir haben das Sägewerk, wir haben die Bäckerei. Des Weiteren haben wir die Molkerei, die Ölmühle, die Müslifabrik, die Getreidemühle. Wir haben die Spinnerei, die Traubenverarbeitungsanlage und die Zuckerfabrik, die auf der Karte verbaut sind. Dann haben wir die Ladestationen. Da haben wir zum einen die Tankstelle. Dann haben wir ein Saatgutlager. Das ist ja das, was zum Hof gehört. Des Weiteren haben wir das Sägewerk und noch eine Tankstelle hier drüben. Abladestation natürlich auch klar, unser Silo. Dann gibt es den Supermarkt, also eine Verkaufsstelle. Des Weiteren die Pizzeria, den Getreidespeicher, den Bauernmarkt, der Gesteinbrecher, die sind hier, der ist hier unten. Dann haben wir den Tierhändler, der ist auch hier unter oder unter Feld 13 oder über Feld 7. Unser Farmhaus und natürlich den Fahrzeughändler. Die Feldgrößen auf dieser Karte sind ebenfalls eher klein gehalten. Also das Feld, was wir bekommen haben, das ist 0,4 Hektar. Dann sind so die Feldgrößen so um die 1,5 Hektar bis hin zu fast 4 Hektar. Dieser ist ein bisschen größer, aber da ist auch nur ein Teil davon wirklich Ackerland im Moment. Das ist Feld 22 mit der größten Parzelle und zwar 6,5 Hektar. Das Umland ist auch zu kaufen, 320 Hektar für 12 Millionen Euro, ist aber wahrscheinlich nicht der Sinn der Sache. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf einen Rundflug rund um die Karte und schauen uns einfach mal oben drüber. So, dann haben wir hier oben die BGA, die wir schon gesehen haben. Die Felder scheinen alle auch quadratisch praktisch gut zu sein, also sehr helferfreundlich. Dann gibt es hier ein bisschen etwas wie ein Waldgebiet. Dann hier unter anderem haben wir definitiv einen Wald, der benutzt werden kann. Dann haben wir hier die Kiesgrube. Ja, Traffic ist auch verbaut. Für mich stimmt das Image hier, das Bild stimmt auch wieder. Sehr schön gemacht. Auch schön in die Umgebung eingebaut, ist so ein bisschen hügelig, nicht wirklich bergig, aber man sieht also schon irgendwo das voralpine Flair ist auf jeden Fall da. Der Verkaufskatalog zeigt klar und deutlich an, auch hier könnt ihr gerne das Video anhalten, falls es zu schnell geht, dass auch hier alle Früchte und alle Produktionen aus den Produktionsstätten verkauft werden können. Ausnahmslos, alles ist also perfekt organisiert und durchgedacht. Wie gesagt, starten wir mit 300 Hühnern und 30 Kühen. Und zwar eine Mischung aus Brown Swiss und Holstein Milchkühen. Also das ist auf jeden Fall schon mal etwas Nettes hier. Auch hier fliege ich mal ein bisschen durch das Dorf durch. Das sind die Produktionen, das sind die Chalets. Der Viehhändler. Ja, ich denke, damit war es auch bezüglich dieser kleinen neuen und vor allem auch sehr schönen Karte hier aus Brombach in Mittelfranken. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Mods. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar heißt diese Screenshot Modus und diese kommt von Monsieur Bab. Downloadgröße 41 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Verbessern Sie Ihre Screenshots, indem Sie Ihre Umgebung, Zeit, Wetter, Jahreszeit, den Spielshader und einfache Steuerung der Kamera mit diesem Mod ändern. Funktionsübersicht: Kamera frei bewegen, Kamera drehen, Sichtfeld ändern, wähle den Shader, Color Grading, Reset 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und zurück auf keinen Shader, Saisonzeitraum wählbar,
Wetterauswahl, Tageszeitauswahl und die Mod erreicht man, indem man die linke Alt-Taste und die J-Taste bedient und damit kriegt man das Menü angezeigt. Die nächste neue Mod heißt Production Revamp, kommt von Braven, Downloadgröße 21 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und da diese klar zusammenhängt mit der nächsten neuen Mod, und zwar die Production Revamp Produktionen von Tetis Saturn, Downloadgröße 13,99 MB in der Version 1.0 und ist auch für PC und Mac. Über diese beiden Mods habe ich schon bereits eine Vorstellung gemacht, und zwar war das noch vor dem Wochenende, weil diese Mods damals herausgekommen sind und aber auch sofort wieder verschwunden sind. Jetzt sind sie wieder da. Bitte einfach oben rechts auf das i klicken, damit ihr dahin gebracht werdet, wo diese Mods schon vorgestellt wurden. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese IBC und Palettenstapel von Adobe Modding ABP Team. Downloadgröße 29 KB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das diese Mod hier. Und durch diese Mod könnt ihr jetzt auch Paletten und auch IBC-Tanks nicht nur einzeln kaufen, sondern im Bulk bis zu 16 Stück aufs Mal. Und zwar werden die dann entsprechend gestapelt angeboten. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese John Deere 9RT von Agrotono, Downloadgröße 11,57 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer standardmäßigen Leistung von 517 PS mit Last geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1324 Litern, 94 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 21 Tonnen. Der Preis 370.500 Euro. Es kann ein Frontgewicht angebaut werden, und zwar 0 Kilo, 200 Kilo, 700 Kilo und 1200 Kilo Grundgewicht. Warnausstattung gibt es natürlich hier Design 1, 2, 3, 4 und 5. Scheibentönung gibt es Standard Design 1, 2, 3 und zurück. Und zwar geht es hier um den Tönungsgrad. Zusatzmonitor kann eingebaut werden und der wird hier innen eingebaut. Hier, ja oder nein. Anhängerkupplungen gibt es natürlich ja oder nein. Das ist dies hier. Dann die Motorenausführung haben wir den 9470er mit 517 PS, den 9520er mit 572 PS, den 9570er mit 628 PS und den haben wir auch im Chip-Tuning mit 700 PS. Das Bandlaufwerk kann geändert werden und hier mit Gewichten 2, 3 und breit und dann auch mit Gewichten 3 und zurück zu Standard. Und das war's zu diesem Traktor. Wir kommen zum Samson PG Pack von LS Agrar Ole, Downloadgröße 34,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kriegen wir in diesem Pack 5 verschiedene Güllefässer, und zwar den PG 220. Der kommt mit einem Volumen von 20,5 Kubikmeter, wiegt 9,9 Tonnen, braucht 200 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h und kostet 102.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Fredestein, Nokian und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der erweiterten Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich aus der Standardpalette ebenso. Dann haben wir den PG 225, der kommt mit 25 Kubikmetern, wiegt 12,9 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 22,6 Tonnen, braucht 250 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h und kostet 142.000 Euro. Die Reifenhersteller und die Farboptionen sind überall dieselben. Daher gehen wir gleich zum PG 228, der kommt mit 27,8 Kubikmeter Ladevolumen, einem Gewicht von 11,9 Tonnen, braucht 270 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h und der Preis ist bei 163.500 Euro. Dann haben wir den PG 231, der kommt mit einem Ladevolumen von 30,9 Kubikmeter, wiegt 13,3 Tonnen, braucht 285 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h und kostet 180.500 Euro. Und dann kriegen wir noch den 35er, der kommt dann mit 34,5 Kubikmeter Ladevolumen, 13,1 Tonne wiegt der, braucht 300 PS, 16 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 202.500 Euro. Der einzige, der ein maximales Zuladegewicht aufgezeigt hat, war der PG 25 und zwar mit 22,6. Alle anderen geben kein maximales Zuladegewicht aus.
Wir kommen zu der Saatgut Pro Box. Diese kommt von Legacy AG LAC. Downloadgröße 2,6 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist eine nachfüllbare Pro-Box, die 45 Scheffel Saatgut fasst. Und zwar 45 Scheffel entsprechen 1584 Liter. Gewicht 674 Kilo und kostet 1500 Euro. Diese Box kann direkt mit einem Frontlader, Teleskoplader oder Kompaktlader ohne Gabel befestigt und beladen werden. Das heißt, nicht so wie bei mir hier mit einer Gabel, sondern kann direkt daran angebaut werden. Wir kommen zum Horsch Jocker 6TT. Dieser kommt von Rick Black Label TWD Modding. Downloadgröße 4,88 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Scheibenecke mit einem Gewicht von 2 Tonnen, braucht 140 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h. Der Preis 28.456 Euro. Es kann hinzugebaut werden, eine Scheibenecke mit dem Streuwerk, und das heißt, hier kann damit auch direkt dann Gras, Saatgut in den Boden eingearbeitet werden. Wir kommen zum Stara Reboke Ninja 19.000 und 33.000 Pack. Dieses kommt von Aleke DK, Downloadgröße 22,32 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack an Überladewagen mit zwei Versionen. Einmal den Reboke Ninja 19.000, kommt mit 19 Kubikmeter Ladevolumen, Gewicht 5,5 Tonnen, braucht 110 PS und kostet 38.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mitas, BKT, Friedestein, Lizette und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Grün und Edelstahl. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Orange, Schwarz und Grün. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Grün, Schwarz und Orange. Der Reboke Ninja 33.000 ist der zweite im Paket, kommt mit einem Ladevolumen von 33 Kubikmeter, wiegt 6,9 Tonnen, braucht 200 PS und kostet 66.000 Euro. Die Reifenhersteller haben dieselben wie schon gesehen und die Farbpaletten und Farbvergabe ebenso. Wir kommen zum SIP Disc 300 Seitenmähwerk von BGamer 003. Downloadgröße 6,48 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Seitenmähwerk kommt mit einem Gewicht von 600 Kilo, braucht 55 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 22 km/h und kostet 8500 Euro. Das ist dieses Seitenmähwerk hier natürlich. Wir kommen zum Lizard Tiefengrubber von David Martinez AM Modding, Downloadgröße 1,19 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Tiefenlockerer mit einem Gewicht von 750 Kilo, braucht 80 PS, Arbeitsbreite 2,1 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 7000 Euro. Wir kommen zum Rostelmasch DP. Dieser kommt von R. Michael, Downloadgröße 6,52 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pflug mit einem Gewicht von 1,3 Tonnen, braucht 170 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3,50 Meter und 10 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Preis 15.000 Euro. Wir kommen zum Rauch Axis. Dieser kommt von AgroSeba, Downloadgröße 4,57 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Düngestreuer mit einem Volumen für Dünger von 900 Litern, wiegt 500 Kilo, Streuweite 42 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 20 km/h und kostet 25.000 Euro. Der Aufbau kann vergrößert werden von 900 Liter zu 1400 Liter zu 1900 Liter und 2400 Liter und sogar noch 2900 Liter. Das Modell kann geändert werden zwischen 20.1 zu 30.1 und 50.1. Ich habe nicht herausgefunden, außer Anzeige hier, was es noch verändert. Wir kommen zum Lizard Bale Trailer. Dieser kommt von Tom Sky, Downloadgröße 3,73 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Ballenwagen mit einem Gewicht von 1,2 Tonnen und kostet 1500 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser riesengroßen Vintage-Farbpalette und die Felgenfarbe, sogar noch mehr Farboptionen.
Wir kommen zum Reisig Rechen Kirmag. Dieser kommt von North Modding Company. Downloadgröße 0,83 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Reisig Rechen wird verwendet, um die Straße von Baumkronen zu befreien. Wiegt 300 Kilogramm, hat eine Arbeitsbreite von 1,9 Meter und kostet 800 Euro. Es ist gedacht, hier das mit dem Vorwärter im Prinzip zu bearbeiten, nach sich zu ziehen und so dies Arbeitsfeld zu säubern. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Die nächste neue Mod heißt 114G und 124G Serie von Nassif Modding, Eliona 3D und Duckcito 3D. Downloadgröße 28,52 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kriegen wir hier in dieser Serie vier verschiedene LKWs. Einmal der R114G, der T114G, dann jeweils von der R-Version auch noch die 124er-Version und die T124er-Version entsprechend. Wir fangen mal an mit der R114G. Die kommt mit einer Leistung von 320 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 310 Liter, 95 Litern DEF, 120 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 13,7 Tonnen. Der Preis 250.000 Euro. Die Achsenkonfiguration kann geändert werden von 4x2 zu 6x2. Dann Zielstreifen gibt es Standard, dann Streifen 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Auspuffanlagen gibt es auch verschiedene Optionen, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Stoßstangen gibt es natürlich vorne auch noch eine. Luftfederung kann man einschalten. Dann die Motorenausführung gibt es den 114G320, dann 114G360 mit 360 PS und zurück. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der riesengroßen Farbpalette hier. Das betrifft natürlich die Kabine. Die Designfarbe kann auch gewählt werden aus derselben Farbpalette und betrifft die Seitenelemente hier. Den Grill, das versteht sich von selbst. Das ist vorne der Kühlergrill. Die Kotflügel können auch entsprechend bearbeitet werden oder bemalt werden. Die Felgenfarbe kann gewählt werden aus dieser Palette hier. Der R124G ist eigentlich im Prinzip dasselbe, hat eine Leistung von 360 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 310 Liter, 95 Litern DEF, 120 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, Gewicht 13,7 Tonnen, der Preis 280.000 Euro. Die Achsenkonfiguration hier gibt es die 6x2, die 6x4 und die 4x2, da gibt es also eine Option mehr, das ist dann die 6x4 Version. Alles andere bleibt gleich, bis auf die Motorisierung. Dann haben wir hier den 360er, die mit 360 PS, den 124G380er mit 380 PS, den 400er mit 400 PS, den 420er mit 420 PS und die 480er Version natürlich mit 480 PS. Die Farboptionen sind natürlich identisch wie vorher. Dann gibt es den T, die T-Version, die kommt mit denselben Leistungsmerkmalen wie die erste Option. Auch hat es dieselben Konfigurationsmöglichkeiten, sowohl als auch die Motorenausführung ist identisch. Daher ja, einfach eine andere Form. Und dasselbe gilt natürlich für den 124er G, der entspricht natürlich dem R124er G. Wir kommen zum Lizard tierischer Anhänger. Das klingt ja richtig gut, das ist ja ein tierischer Anhänger. Von Pushcamp, Downloadgröße 6,4 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Tiertransporter mit einem Gewicht von 588 Kilo und kostet 3.650 Euro. Die Reifenvarianten kann hier gewählt werden zwischen Standard, Standard 2, 3 und zurück zu Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage-Farbpalette und die Felgenfarbe natürlich auch. Dieser Anhänger kann transportieren 2 Kühe, 2 Schweine und 2 Schafe. Die nächste neue Mod heißt Metallschuppen. Dieser kommt von Gracias Philipp. Downloadgröße 4,24 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen, ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren 15.000 Euro und 20 Euro Unterhalt pro Tag. Ist diese Halle hier und Unterstand, da kann man Maschinen oder Ballen unterbringen. Wir kommen zum Fachwerkunterstand. Dieser kommt von Black Tiger, Downloadgröße 5,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist ebenfalls zu finden in Gebäude und Hallen. Ist diese Halle hier, Kostenpunkt zum Platzieren,
63.500 Euro, Unterhalt pro Tag 25 Euro. Die Länge entspräche 15 Meter und hier gibt es eine Lichtoption, die natürlich sehr, sehr schön ist. Die Textur hier ist ja einigermaßen in Ordnung. Die nächste neue Mod heißt Stationärer Holzhäcksler, kommt von Zottel Zockt, Downloadgröße 4,64 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü, natürlich unter Produktion und Fabriken. Ist diese Anlage hier, Kostenpunkt zum Platzieren 25.000 Euro, Zyklen pro Monat 1.200, Kosten pro Zyklus 2,50 Euro. Dieser stationäre Holzhäcksler ist natürlich ganz klar dazu da, aus Holz Hackschnitzel zu generieren. Die nächste neue Mod heißt Einfacher Kuhstall, kommt von Umatana, Downloadgröße 3,42 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist im Baumenü zu finden, natürlich unter Tiere und Kühe. Und hier gibt es zwei Optionen, einmal die Option für 25.000 Euro, das ist die Option ohne unterirdischen Wasseranschluss, das heißt hier muss das Wasser hinzugefahren werden. Und dann gibt es die Version mit dem automatischen oder unterirdischen Wasseranschluss für 35.000 Euro. Bei der Kuhstelle können aufnehmen 25 Kühe, tägliche Kosten jeweils 15 Euro. Es gibt hier auch natürlich noch entsprechende Unterstände, die dazu gebaut werden können. Einmal der lange Unterstand und einmal der kurze Unterstand. Das sind diese hier, einmal 3.000 respektive 4.000 Euro. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod, und zwar heißt diese Grastrocknung. Dieser kommt von The Lord, Downloadgröße 9,95 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Das ist diese Trocknungsanlage hier, Kostenpunkt zum Platzieren 100.000 Euro, Unterhalt pro Tag 50 Euro. Und hier kann natürlich getrocknet werden aus Gras kann Heu gemacht werden im Maßstab 1:1 in 48 Zyklen pro Monat. Das war's denn schon wieder von den Mods von heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol doch gerne dein Abo ab, wenn du keine weiteren Videos zu den Mods und auch keine anderen Inhalte auf dem Kanal verpassen möchtest. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Teilt doch mir bitte ganz kurz als Kommentar mit, falls ihr auch denkt, dass diese Revamp-Mod das ganze Game verändern wird. Ich denke schon, es könnte ein Game-Changer sein. Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin gespannt auf euer Feedback. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich sage danke, tschüss und hasta luego.